Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind jetzt hier unterwegs auf unserer schönen Alpenmap Neuminibrunn. Und zwar zum Glück nicht zur Ölmühle, sondern zur Getreidemühle mit dem Weizen, das wir hier in dem Auftrag abernten als Lohnunternehmer. Und das Gute ist, ich weiß, wo die Getreidemühle ist. Das macht es um einiges leichter. So, das kleine Fiasko vom letzten Mal, wo ich ja lange suchen musste. Und dann kam ich aber auch gar nicht rein in diese Ölmühle, weil ja hier die Tore zu waren. Und die musste ich dann noch manuell öffnen. Naja, sehr schön. Aber wir lernen immer dazu, Irgendwann macht man alles zum ersten Mal und diesmal hat es gepasst. So, also zur Getreidemühle. Und wir haben ja noch einen zweiten Auftrag am Laufen, am Start. Und das ist ja Ballenpressen und gemäht ist das Feld. Die Schwart liegt und wir werden dann gleich hier beginnen, Ballen zu pressen. Und da bin ich dann auch mal gespannt, ob der Traktor das schafft, hier die Presse da auch wirklich den Berg hochzubringen. Oder ob wir nur bergab hier pressen können. Das wäre dann schon eine witzige Sache. So, hier müssen wir jetzt gleich links rein und dann sollten wir eigentlich da sein. Das müsste die Getreidemühle sein. Schwupp, schwupp, schwupp. Und hier haben wir natürlich Schranken, die gehen jetzt automatisch auf. Jupp, so muss es sein. Okay. So, einmal hier im Kreis rum. Und dann laden wir hier ab. Die erste Fuhre ist ein großes Feld. Da werden wir noch zwei, dreimal mit Sicherheit fahren müssen. Und Weizen abladen. Dann wird er uns auch gleich sagen, wie weit wir hier sind mit diesem Auftrag. So, 40%, 31% ist geliefert, 40% abgeschlossen, okay. So, wir könnten eigentlich theoretisch auch hier rum, ist das dann kürzer? Ich überlege gerade, wäre das kürzer? Kommen wir denn da oben dann aufs Feld? 80% Korntank voll, also da müssen wir uns ein bisschen sputen. Ah, aber ich merke schon, ja, der Kollege muss da ein bisschen ziehen. Oh, da hinten sind die Windräder kräftiger am Strom produzieren. So, und da steht unser Fendt mit der Ballenpresse. Da werden wir gleich loslegen. So, dann hier rechts rum und dann haben wir da nochmal eine Linkskurve. Hier müsste doch das Feld unten sein, wo der Kollege arbeitet. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wo hier eine Feldeinfahrt ist. Hier, oder? Ja, hier ist eine Feldeinfahrt. Ist hier eine Feldeinfahrt? Augenblick. Naja, okay. So. Zählt als Feldeinfahrt. Er muss abgetankt werden. Oh ja, das passt ja wieder. Gutes Timing, gutes Timing. Das klappt sehr gut mit dem Deutz. Ein gutes Gespann hier. Der Topliner und unser Valtra. Mit diesem wunderschönen Anhänger hier. So, und wie immer bewundere ich, bin ich begeistert vom Panorama. Okay. Oh ja. Gut. Die Richtung ist fast besser. Für ein Thumbnail. Zack. Mit Panoramablick. So, der Kollege wird jetzt dann hier weiter ernten. Ich denke, das ist kein Problem. Er wird jetzt gleich voll sein. 8300 oder 8500 passen da rein. Okay, dann stellen wir den jetzt ab und dann schauen wir mal, was unser Fendt drauf hat. So, Motor an. Und jetzt muss ich aber erstmal schauen. Augenblick. Ballenpresse anschalten, automatisch ablegen, anschalten. So, gibt es dann auch noch die Ballengröße? Da machen wir natürlich gleich die größten Ballen, oder? 180 können wir doch auch wickeln. Müssen wir wickeln? Ich muss nochmal schauen. Okay. Aber ich glaube, wir müssen in dem Auftrag wickeln. Und wickelt sie ein um Silageballen. Jetzt muss ich mal blöd fragen. Wenn wir 180 machen... Ah, stopp mal, bevor wir hier wieder auf... was macht der Ladewagen?
Was kann der Ladewagen? Das ist Augenblick, der hier, Rundballen. Ja, der macht 180. Ja, okay, dann schauen wir mal, ob der 180 müsste der doch wickeln, oder? Der Pöttinger. 185, okay. So, 180 eingestellt. Automatisch ablegen. Und ansonsten müssen wir es ja von Hand. Okay, zack. Dann schauen wir mal. So. Ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher, ob er wirklich 180er auch wickelt. Ansonsten haben wir halt einen Ballen übrig für uns. So, okay. Ah, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Und wir müssen wickeln. Okay. Gut. Also dann 150. Das müsste er auf jeden Fall machen. Halt, bleib liegen. Eieieiei. Jetzt rollt er uns dann den Berg wieder hier runter. Das ist jetzt aber blöde. Okay, kippen tut er den nicht. Er bleibt auch nicht liegen. Oh Mann, der wird uns in den Wald reinrollen. Das ist aber alles jetzt ein bisschen ungeschickt. Ah, umkippen. Tut eher hier unser Wickler als der Ballen. Naja gut, also wo wird er jetzt hinrollen? Ich bin gespannt. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob er bei 150 wickelt. So, jetzt müsste er wickeln. Er geht auch hoch hinten, glaube ich. Und der Ballen rollt da und er wickelt. Gut! So. Okay. Yep. So, wo rollt er? Rollt er noch? Rollt er noch? Nein, hat sich ausgerollt. Sehr gut. Ja, das kann natürlich jetzt hier ganz schön heiter werden mit den Rundballen. Und der tut die nicht umkippen. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Da hätte man so ein Göweil oder sowas gebraucht. So. Hier unten ist jetzt erstmal kein Thema. So. Schon wieder voll. Aber wenn wir natürlich da hochkommen, dann am Berg, oh je, da müssen wir ja schauen. Oh, ich überlege die ganze Zeit. So, das haben wir jetzt auch noch eingesammelt. Dann überlege ich die ganze Zeit, fahren wir hoch oder fahren wir runter? Ups. Nee, das Schild haben wir zum Glück anscheinend nicht getroffen. So, wieder voll. Ja, da bräuchte man auf jeden Fall so ein Kippteil. Ne? Die Göwal, der hat das, dass der dann den Ballen zur Seite kippt. Das ist natürlich relativ ungeschickt hier in den Bärschen, so ein Gerät. Das ist eher was für die Ebene. So. Dann fahren wir mal hier am Rand entlang. Und er ist wieder voll. Und unser Deutz ist zu 80% voll. Da müssen wir dann auch mal schauen. Ja, das wird spannend, wo die dann hier hinrollen, weil das Problem halt hier ist, ich glaube, die Hecke oder so wird nichts aufhalten. Okay,
Wir gehen mal ganz kurz zum Deutz. Ah, okay. Weil der wird jetzt nämlich gleich voll sein. Dann werden wir den hier wieder abtanken. Mal hier rückwärts ran an unseren Valtra. Jo, wunderbar. Ja, ich überlege die ganze Zeit, wie wir das jetzt am geschicktesten machen mit den Ballen. Wenn wir die rennen lassen, dann rennen die uns, glaube ich, überall in das Dorf rein. Und das kann ja nicht die Sache sein. Eigentlich müsste man da sofort mit dem Teleskoplader oder mit dem Ballenspieß, mit dem Trecker, mit Ballenspieß oder irgendwas ran, um die Dinger gleich zu schnappen. So, ach so, interessant. Okay. Da haben wir wohl das Ladevolumen wieder mal erreicht hier von dem Anhänger. Genau. So, dann bringen wir den hier erstmal wieder weg, aber dann fahren wir doch wieder unten lang. Das war doch dann, glaube ich, jetzt nicht viel länger. Und der ist ja jetzt voll, da werden wir jetzt kaum hier den Berg hochkommen. Sehr schön. So, und das Feld hier rechts, das ist dann als nächstes dran. Das haben wir uns auch, beziehungsweise den Auftrag haben wir uns auch gesichert. Da werden wir dann auch gleich loslegen, wenn wir mit dem anderen Feld voll, fertig sind. So, da haben wir wieder Verkehr. Oh, rechts kommt was. Ja, klar, und der heizt auch durch. Sehr schön, sehr schön. Ja, an der Stelle will mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn ihr dann mal Lust habt oder Bock habt auf große Farm, auf Big Farm, dann schaut doch auch bei mir auf dem Kanal vorbei. Ups, da hat er jetzt ein bisschen geschleudert. Denn wir machen ja hier auf Neubartelshagen, machen wir das Big Farm Projekt. Und da haben wir natürlich richtig große Drescher und große Maschinen, weil wir ja große Felder haben im Big Farm Projekt. Und da haben wir ja letztens sind wir mit drei Dreschern unterwegs gewesen, mit zwei Johnnies und einem Klaas. Und haben ja, was war es denn? Ein Rapsfeld, glaube ich. Ein Rapsfeld, genau. Auch da haben wir ein Rapsfeld abgeerntet. Und da sind unsere Johnnies im Formationsflug übers Feld gefahren. Also, wenn ihr Bock habt, schaut da mal rein. Und das Big Farm Projekt hier bei mir auf dem Kanal. So, wir sind angekommen an der Getreidemühle. Zweite Fuhre. Dann schauen wir mal, was er jetzt dann erzählt, wie viel wir hier abgearbeitet haben. So, 70% ist abgeschlossen und 62% haben wir transportiert. 62, ja, da werden wir auf jeden Fall noch zweimal fahren müssen. So, diesmal fahren wir aber rechts rum. Und dann habe ich das Gefühl, können wir auch schon wieder den Deutz abtanken. Und dann geht es weiter mit den Ballen. So, von rechts kommt nichts. Von links kommt auch nichts. Okay. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Hier ist ganz schön dreckig hier in dem Fußraum. Ja, da werden wir wieder ein bisschen Maschinenpflege machen müssen. Das hilft nichts. Wir müssen uns ein bisschen um die Maschinen kümmern, auch was die Wartung angeht. Das wird uns diesen Monat auch noch ein bisschen Geld kosten.
So. Haben wir rechts oben schon eine Meldung bekommen von unserem Deutz? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber trotzdem macht es Sinn, dass wir gleich mal hinfahren. Aber das wäre auf jeden Fall ein Feld, wo ich auch sage, interessant, interessant. Ja, nee, den lassen wir jetzt erstmal hier nochmal runterkommen. Prozent. Nee, den lassen wir jetzt hier herunterkommen und dann können wir auf jeden Fall den abtanken. In der Zwischenzeit, ja, er ist an, er kann, ja genau, dann soll er hier mal weitermachen. Dann werden wir hier noch ein bisschen Ballen wickeln, denn der Deutz wird dann definitiv stehen bleiben auf der richtigen Seite. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil hier fängt er bestimmt an zu rollen, der Ball. Ups, oh je, nicht aufgepasst. So, beim Rückwärtsfahren, oh, die Räder durchdrehen. So, wo rennt uns der Ballen jetzt hin? Oh ne, da bleibt liegen, gell? Kann es sein, dass die Silageballen liegen bleiben, aber nicht die Grasballen? Das wäre natürlich gut. Das wäre natürlich gut. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Steigung. Wir werden es gleich wissen. Der bleibt liegen. Ja, jetzt bin ich... Ah, der andere ist voll. Okay. Dann werden wir ihn abtanken. Und er steht ja auch ganz in der Nähe. Das passt wieder hervorragend. So. Und dann können wir euch zwei ja alleine lassen. Ihr werdet ja hoffentlich keinen Unfug machen. So, und mit ihm fahren wir mal weiter. Und bis jetzt bleiben sie liegen. So. Ah, ich traue mich nicht. Ich fahre jetzt erstmal hier runter. Weil ich möchte dann doch lieber von oben. Bewegt der sich? Ja, der bewegt sich. Natürlich, klar. Der bewegt sich. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen zu weit. Ja, aber bleibt doch relativ schnell liegen. Gut. So, den jetzt erstmal abladen hier. Weil sonst liegt er uns im Weg. Ja, der kommt auch. Nein, er bleibt liegen. Gut. So, dann fahren wir hier nochmal unten lang. 100. Also ich muss ja offen zugeben, ich mähe lieber, als dass ich wickel. Außer ist es natürlich die Fastbail, da kann man schön durchfahren. Aber man muss natürlich auch sagen, die Fastbail ist dann natürlich auch langsamer. Da ist man meistens dann auch nur, je nachdem wie groß die Schwart ist, mit 7 oder 8 km/h unterwegs. Aber dafür muss man eben nicht vorwärts-rückwärts fahren. Und das hat natürlich dann auch was für sich. Dann kann man dann den Tempomat laufen lassen. So, kommen wir jetzt hier rum. So.
So, 100. Ja, also wie gesagt, die Silageballen scheinen besser liegen zu bleiben als die Grasballen. Das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, ob das auch in der Realität so ist. Kann das wirklich sein, dass hier die Folie in Anführungszeichen mehr Reibung hat und dass deswegen eben der Ball nicht so schnell rollt? Der bleibt auch liegen. Oder ist das jetzt nur ein Goodwill of the Programmierer? Nicht, dass ich mich beklage. Also das ist natürlich schön. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Gar keine Frage. So, dann hier um die Kurve rum. Sehr schön, sehr gut. Ja, das nimmt ja hier richtige Ausmaße an. Also da werden wir noch jede Menge Ballen wickeln müssen. Da hinten liegt auch unser einsamer Grasballen. So, 100. Oh, da haben wir jetzt ein bisschen die Kurve, glaube ich, nicht richtig gekriegt. Ein bisschen was stehen lassen. Jo, also ihr seht schon, wir haben hier jede Menge zu tun hier auf dieser Map. Jede Menge Aufträge, jede Menge spannende Geschichten. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, A, über ein Däumchen, aber B, natürlich auch über ein Abo hier auf meinem Kanal. Also wenn euch das Ganze gefällt, hinterlasst doch bitte ein Kommentar, ein Däumchen oder vielleicht ein Abo. Ich jedenfalls darf mich an der Stelle schon mal recht herzlich bei allen bedanken, die den Kanal unterstützen und sage jetzt schon mal wieder, wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier bei uns, hier auf der Alpenmap Neumünnibrunn.